Oh boy, Leute. Da ist mein Kanal gerade mal wieder so ein Fitzelchen relevant. Danke dafür, by the way. Und schon passiert alles auf einmal so, dass kaum noch Content hinterherkommt. Das ist irgendwie in meiner Karriere so ein Running Gag. Ich merke das schon. War auf jeden Fall, ne? Ich wollte heute mal mit euch darüber reden, was ist hier so los und wieso, weshalb, warum, was wird wann gemacht und wieso wird was gemacht. Und viel erstmal, wieso ist jetzt überhaupt alles so merkwürdig? Ja, es kam jetzt die letzten Tage so absolut gar nichts. Ich musste erstmal jetzt mit der Arbeit erstmal hinterherkommen. Dann bin ich krank geworden, hab mir gedacht, so krank melden ist ziemlich scheiße, wenn du noch nicht mal 2 Wochen gearbeitet hast. So, yeah, ich hab das jetzt immer noch so ein bisschen und bin da immer noch so ein bisschen beat down. Also, nicht wundern, wenn ich hier gerade ein bisschen... Sorry deswegen. Genau das meine ich. Auf jeden Fall, ich wollte heute mal in diesem Video mal mit euch durchgehen, was dieses Jahr so gestreamt wird. Und das sind halt so, das ist so meine jährliche To-Do-Liste, wo ich halt machen möchte und wo ich dann am Ende die Hälfte wieder nicht einhalte, weil Dinge. Tut mir leid, Komenasai. Auf jeden Fall, wir fangen mal ganz an, weil... Das ist ein Video, was gerade noch in der Arbeit ist, nämlich das Smash Ultimate Best-of-Video. Das dauert noch ein bisschen, bis das fertig ist. Aber es ist in Arbeit und das bringt mich auch gleich mal zum ersten Punkt, nämlich will ich mir jetzt irgendwann early dieses Jahr eine Switch zulegen. Weil es gibt mittlerweile so ein paar Sachen, die ich dann doch gern da durchaus mal streamen möchte. Und ja, das Problem ist, ich möchte meine Wii U nicht verkaufen, weil es da halt einige Spiele gibt, die ich durchaus gern behalten möchte oder... generell gern mal irgendwann machen möchte. Also muss ich meine Wii irgendwie verkaufen und da kriegst du ja auch kaum noch was für und das ist ein bisschen schwierig. Sorry deswegen. Auf jeden Fall, wenn ich mir eine Switch zulegen würde, was steht denn auf der Liste? Klar, richtig, Smash Ultimate auf jeden Fall, because shit's fun. Denn Mario Kart 8 Deluxe, weil ohne Scheiß, ich möchte unbedingt mit euch mal so Community-Runden machen in dem Punkt, weil ich liebe Mario Kart 8. Und ich glaube nicht, dass das auf der Wii U-Version heute noch irgendwer mit mir spielen würde, deswegen I have to wait. Shit sucks. Und Mario Odyssey und Legend of Zelda Breath of the Poopsen, das möchte ich auch liebend gern machen. Das sind so 2 Sachen, wo immer noch sehr interessant aussehen und ich unbedingt gern mal machen es streamen würde. Von daher, das ist, wenn ich eine Switch hätte demnächst. Irgendwann jetzt die nächsten paar Monate wird das wahrscheinlich soweit sein. Könnt ihr euch, glaube ich, auch darauf gefasst machen, dass es sowas mal regnet. Dann aber haben wir jetzt erstmal ein paar andere Releases, die viel wichtiger sind. Nämlich kommen dieses Jahr 4 Games raus, wo ich jetzt weiß das Datum und wo mich auch so sehr interessieren, dass ich sie möglichst zeitnah streamen möchte. Ich weiß, dieses Video wird heute wahrscheinlich nicht an dem Tag rauskommen, wann ich es aufnehme. Aber... Resident Evil 2 Remaster kommt morgen, also für mich morgen, für euch, wo ihr das jetzt seht, heute oder gestern? I don't fucking know, ich bin super scheiße, was mein Schedule angeht in letzter Zeit. Das auf jeden Fall möchte ich machen und da natürlich Kingdom Hearts 3 sich gedacht hat, boah, ich komme mal 4 Tage im Nachhinein raus, haben wir erstmal die nächsten Tage was zu tun, weil Kingdom Hearts 3 und Resident Evil 2 sind so 2 Sachen, wo ich doch schon ziemlich hyped drauf war. Ergo, wir haben die überwiegendste Zeit im Februar wahrscheinlich was zu tun. Dann haben wir erstmal Downtime wieder ein bisschen, aber ne, ich komme mal zu dem, wo so eine dauerhafte Option ist, komme ich mal als letztes. Und die anderen beiden Sachen, die ich unbedingt an Release nahe spielen möchte, sind Left Alive und Devil May Cry 5. Und da ist genau dasselbe Problem. Das ist genau dasselbe. Das eine, Left Alive, kommt am 5. März und Devil May Cry kommt am 8. März. Ne? Und Differenz von 3 fucking Tagen. Das heißt, ja, das wird auch wieder ein bisschen funky, aber... Das steht ganz oben auf meiner Liste, auf jeden Fall DMC 5. So viel ist man sicher, das steht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Left Alive sieht einfach sehr interessant aus. Allein schon, weil viel Artstyle einfach von den alten MGS-Leuten gemacht wurde, so wie das aussieht. Deswegen bin ich gespannt, wie das am Ende wird, wie das überhaupt wird, was das überhaupt wird. Ich habe mir da wirklich bislang super wenig gespoilert in dem Sinne. Aber ja, das sind so diese Releases, die ich machen möchte, sobald relativ zeitnah, sobald sie rauskommen. So viel man sicher.
Aber ich habe noch ein bisschen mehr noch. Also ich habe noch ein bisschen mehr auf meiner To-Do-Liste, wo ich unglaublich gern mal machen würde. Nämlich zum Beispiel Zone of the Enders, die ganze Reihe, beziehungsweise ich glaube es sind zwei, wenn ich mich nicht irre, würde ich unglaublich gern mal machen, because it's in fucking Mechs. Also ja, noch keine Fragen da, euer Ehren. Habe ich auf der Xbox 360 hier, so von daher ist absolut kein Ding. Dann Infamous Second Son steht eigentlich auch schon viel zu lange auf meiner To-Do-Liste. Das habe ich auf der PS4, ist also auch kein Ding. Pikmin, die Serie wollte ich mir schon länger mal angucken. Und da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Entweder total legal über einen Emulator, wink wink, swinken hinken. Oder ich küppel irgendwie meine Switch an und spiele die Wii-Version oder was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Speaking of Nintendo, by the way. Ich find's total knorke von Nintendo, dass sie ihre Policies mal ein bisschen gehoben haben, sodass man Zeug auf YouTube packen kann, ohne dass man Angst haben muss, davor vor Gericht zu gehen. Deswegen, danke Nintendo, deswegen seid ihr auch auf einmal ein bisschen mehr auf meiner Liste, als ich normalerweise machen würde. Ich habe euch immer sehr viel dafür kritisiert, dass eure Policies echter Bullshit sind, aber jetzt, wo das geregelt ist, ich nehme nicht zurück, dass das nicht cool war, was ihr gemacht habt. So viel ist man sicher. Aber ich finde es gut, dass ihr es gemacht habt. Und maybe ich laber mich hier nicht um Kurs und Kragen. Meine Stimme macht sowieso schon nicht mit. Auf jeden Fall, wir bleiben weiter bei Nintendo. Nämlich Wonderful 101 würde ich gerne mal irgendwann streamen. Das müsst ihr mir allerdings noch besorgen. Deswegen will ich meine Wii U behalten. Genau wie Paper Mario hier Äonentor gedönsen. Das ist der zweite für die GameCube, aber da ranzukommen ist ein bisschen funky, deswegen, das wird wahrscheinlich dauern. Denn Bayonetta 1 und 2 würde ich gern machen. Eins habe ich ja schon mal gemacht, aber 2 habe ich nur angefangen zu spielen und habe dann irgendwie aufgehört. Das ist irgendwie total funky. Deswegen, ich würde am liebsten nochmal 1 und 2 so hintereinander machen, wenn denn die Zeit da ist, weil Bayonetta 1 war jetzt auch nicht so lang. Und den zweiten würde ich dann auch gern machen. Noch ein Grund, warum ich meine Wii U gern behalten würde. Diesen Klumpen-Kloben von Konsole da. Denn, auf meiner Liste steht God of War und dabei habe ich das jetzt gestern beendet. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, ihr könnt es auf Twitch nachgucken. By the way, all diesen Kram findet ihr nachher dann auf Twitch. Einiges davon auf YouTube, vielleicht, who knows. Maybe not. Liegt an euch, das, ich bin hier nur, I am just a messenger. Wenn ihr sagt, ihr wollt, dann sag ich, geh von mir aus. Auf jeden Fall. Spider-Man für die PS4, habe ich gedacht, könnte auch ganz witzig werden. Muss ich mir auch noch besorgen. Da gucke ich noch. Und ich habe gedacht, für den gewissen Trash-Faktor, weil das könnte ja auch mal ganz witzig werden. Sonic Forces. Aber das kriegt man ja mittlerweile hinterhergeschmissen. So that's no problem. The Evil Within 2 ist auch was ich unbedingt mal gern machen würde. Weil ich höre immer nur, dass der zweite um so vieles besser sein soll als der erste. Und der erste war für mich gar nicht so schlecht. Er hatte eine Menge Fehler und eine Menge Probleme. Mal davon abgesehen, dass es an einigen Stellen eine etwas dunklere Version von Resident Evil 4 war. Aber sonst fand ich Evil Within gar nicht mal so schlecht. Also es war okay. Es war ein gesundes Mittelmaß. Und vom zweiten höre ich halt viel, dass er besser sein soll. Deswegen ist auf meiner Liste. Dann, was ich auch noch auf meiner Liste habe, was wahrscheinlich no one will fucking watch this. Also, jetzt no offense, ne? Aber ich weiß ganz genau, RPGs sind immer so eine Sache zu streamen. Das ist immer ganz eine funky Sache. Persona 5 ist so. Ich bin einfach mega neugierig, was dieses Spiel angeht. Ich sehe immer nur so viel vom Artstyle und von den Characters und denke mir so, it looks fucking interesting. Denn, wofür ich auch meine Dings behalten möchte, am liebsten meines Wii U, ist Legend of Zelda Twilight Princess. Ich liebe Twilight Princess. Ich hatte nur nie richtig die Gelegenheit, das mal vernünftig zu spielen. So, ich glaube, auf der Wii U wäre das mal eine tatsächliche Idee wert. Dann, was viel zu lange auf meiner To-Do-Liste steht, ist die restliche Deponia-Reihe. Ich habe ja Deponia 1 gestreamt gehabt vor gar nicht mal so langer Zeit, das war letztes Jahr irgendwann. Und schon wieder der Hebel. Und
Ich muss mal gucken. Ich würde das auch liebend gern machen, weil die anderen Teile sollen, wie ich gehört habe, auch noch um einiges besser sein. Deswegen, Deponia ist eine Idee. Denn, Ahead in Time, ich glaube, wenn Andy das hört, kriegt er einen halben Anfall, weil Ahead in Time ist eins seiner Favorite Games, so wie ich das verstanden habe. Und bin auch mal neugierig, deswegen. Ja, ich glaube, das habe ich sogar auf Steam mittlerweile, wenn ich mich irre. Dann Bloodstained Curse of the Moon. Etwas, was ich eigentlich letztes Jahr zu Halloween machen wollte, aber ja, wie ich halt nun mal bin mit meinen Deadlines, ne? Ihr kennt mich, ich bin nicht gut, was meinen eigenen Content angeht. Und was ich noch so hab, darauf freue ich mich schon seit es released wurde, aber ich hatte damals nicht die Möglichkeit, es mir zu holen, was mir arg auf den Piss geht, nämlich das Capcom Beat'em'up Bundle, also die Capcom Beat'em'up Collection, wollte ich ursprünglich damals direkt zu Release machen, aber The Money war ein Problem. Das ist jetzt mittlerweile weniger die Sorge. Deswegen, ich wäre da total hyped, das zu tun. Das wäre voll cool. Und ja, Walk of Angel aus irgendeinem Grund total hype ist. Was ich aber auch verstehen kann, das könnte auch zu ganz witzigen Streams führen. Wäre Metal Gear Solid 5. Auch wenn ich nicht verstehen kann, warum sich Leute angucken wollen, wie ich in Stealth-Passagen versage. Und was ich als letztes hinzugefügt habe, bevor ich diese Liste auch gepostet hatte, war Fire Emblem und The Secret Stones. The Sacred Stones, glaube ich. Weil, das könnte, glaube ich, mal ganz witzig werden als Stream. Und ich habe dann halt mal gefragt, so in der Community, so, was ist denn so ein einsteigerfreundliches Fire Emblem, wofür ich keine Capture Card für den 3DS brauche? Weil das ist immer noch ein Problem bei mir. Ich habe leider immer noch keine Capture Card, deswegen. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist meine Liste soweit. Ihr könnt mir ja mal. Sonst soweit in den Kommentaren mal sagen, was. Worauf ihr richtig Hype wärt. Und natürlich, es wird sich immer wieder neues Zeug dazu mischen und. Zeug wird von der Liste geschmissen und hast du nicht gesehen. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich werde auf jeden Fall jetzt aufhören zu reden, weil ich merke auf jeden Fall jetzt schon, wie das mir nicht gut tut. Ich wünsche euch ein schönes, habt eine schöne Zeit. Adios, muchachos. Bäh.